Lutz? Ja, was gibt's denn? Ja, was gibt's denn? Was gibt's denn? Heute bei uns fragt ja keiner im Podcast, ganz wichtiges Thema Gummistiefel. Ja, das wichtigste Thema überhaupt und das zweitwichtigste Thema überhaupt sind ja Pornofilme im Kino, ne? Und die Frage wird auch wieder gestellt, du fragst ja mal, bin ich hübsch und ja. Kriegst du diesmal eine Antwort von mir? Wir wissen es nicht. Wir werden hören. Was ist denn, Ilka? Was ist los? Ich muss einfach nur schwer atmen. Ich glaube, ich bin heute mit schweren Themen bepackt, die mich so betreffen und mich auch interessieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe beim letzten Mal gemerkt, auf dem Weg nach Hause, dass wir beide auch älter werden. Ne? Mhm. Wir haben so viel vergessen im letzten Podcast. Erstmal herzlich willkommen zu uns, fragt ja keiner. Lutz, du musst da auch ein bisschen, du bist der Jüngere von uns beiden. Ja. Du musst darauf achten, dass wir die E-Mail-Adresse auch ansagen. Ja, ne? Natürlich. Die wir nie aussprechen können. Ufjk, also uns fragt ja keiner, die Anfangsbuchstaben UFJK, Ufjk at sektor3.de. Sektor mit C und die 3 als Zahl. Genau, das ist die E-Mail-Adresse, da könnt ihr Fragen, Kritik, wird nicht so viel sein und Lobeshymnen. Falls ihr jemanden grüßen wollt, machen wir das auch? Wir haben letztes Mal achtmal den Freund Fabian erwähnt hier. Ja, den, ja. Wie heißt er mit Fabian Nachnamen? Fabian Köster, den du so hübsch findest. Den finde ich wirklich hübsch, ja. Deswegen. Und den hast du ja ein paar Mal erwähnt, der kann uns ja auch mal eine E-Mail schreiben, würde ich mich freuen. Und wir haben auch vergessen, eine Frage zu beantworten. Ne? Wir das sind stimmt, hier rausgestürmt. Ja. Ich hatte noch nicht mal die Schuhe zugebunden. Bindest du Schuhe zu eigentlich, deine Sneaker? Oder die lässt du die offen und machst an der Seite nur so einen Knüppel, dass die Schnürsenkel nicht rausfliegen, dass man nur so rinschlupfen muss? Nee, das wird schon richtig zugemacht. Mit Schleife oder Doppelknoten? Mit Schleife. Mit Schleife. Jetzt sag mal die Frage vom letzten Mal und wem die Frage gestellt wurde. Also, unsere Frage in der letzten Sendung, die wir hieß, welches Tier hat das inspirierendste Sexleben? Und die wurde Isabella Rossellini gestellt, der Schauspielerin. Und die Antwort von ihr ist die nun folgende. Es gibt bestimmte Fische, die ihr Geschlecht wechseln. Sie werden mit einem Geschlecht geboren und nehmen dann ein anderes Geschlecht an. Das finde ich toll, weil ich mich manchmal frage, wie es wäre, ein Mann zu sein. Und dann gibt es noch Tiere, die sich ohne Sex fortpflanzen. Das scheint sehr praktisch. Ich habe viele Freunde, die Kinder haben möchten, aber keinen Partner finden. Das wäre das Beste, sich auf diese Weise anzupassen. Würdest du gern dein Geschlecht mal wechseln, Ilka? Mache ich abends, ich lege das dann auf den Nachttisch. Nein, das hört sich so komisch an, als ob man das so abmacht, auf den Nachttisch neben seinem Gebiss legt. Kann man, ja. Und dann, ich habe gerade überlegt, als es mit den Kindern, ob man, wärst du dafür, dass man in Deutschland, dass es so Leihmütter gibt? Das habe ich mir immer gefragt, weil du kannst ja, glaube ich, in Holland, Niederlanden kannst ja, glaube ich, Leihmütterschaft, geht es und Amerika, oder? Das war, da kenne ich mich leider gar nicht aus bei dem Thema. Oh, tut mir leid. Bin ich wirklich die jetzt, die Intellektualismus großschreibt? Zumindest zum Thema Leihmutter, sagen wir so. Okay. In allen anderen Themen ich natürlich. Aber mein Geschlecht wechseln. Ja. Willst du so ein Ding mal zwischen die Beine haben? Ich glaube, das ganze Dingmann sein, das wäre mal schön. Aber ich glaube, das sollte jeder mal. Das wäre eigentlich cool, wenn man mal so eine Woche lebt man dann als Mann. Aber nicht, dass man jetzt immer hin und her switcht, je nachdem, wie man gerade so. Werktagsfrau und dann Wochenende Mann und ja, so. Das wäre also wär absurd. Von 8 bis 16 Uhr. Ja. Nee, das würde mich schon mal reizen. Das fände ich auch spannend. Aber ansonsten, mir wachsen auch Haare auf dem Rücken. Also ist jetzt auch nicht so ein großer Unterschied. Weißt du? Ist ja im gewissen Alter. Ja. Uns Frauen wachsen ja auch. Wir rasieren nur jeden Tag. Das ist ja auch immer, man denkt ja immer, aber bei uns wächst auch überall alles. Deswegen. Aber das Thema hatten wir schon mal. Wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht zu oft wieder. Wir müssen ein bisschen konzentrierter jetzt auch sein. Noch konzentrierter? Ja. Bist du eigentlich, trägst du gerne, das habe ich mich nämlich gefragt, auf dem Weg hierher, Gummistiefel ist für mich so ein Thema. Weißt du, was mich aufregt an Gummistiefeln? Trägst du Gummistiefel? Also Gummistiefel habe ich das letzte Mal getragen, da war ich 6 Jahre alt und wir waren irgendwie im Schullandheim und hat geregnet und war alles voller Matsche. Warum sollte ich sonst denn Gummistiefel tragen? Außer ich hätte so einen komischen Fetisch, den gibt's ja auch. Ja, aber es gibt ja Menschen, die Gummistiefel tragen, wenn es draußen regnet, weil es ist ja auch mittlerweile ein cooler Stiefel. Was ich nicht verstehe, es ist ja mal eine Gummisohle. Ja. Und sobald du damit über die Straße läufst, brichst du dir fast das Genick, weil du immer ausrutscht, wenn es nass ist. Ja. Aber Gummistiefel müssen doch getragen werden, jetzt wenn sie nass sind. Beruhig dich. Es regt mich maßlos. Komm mal runter, was ist denn los mit dir? Das ist auch ein schönes Wortspiel, finde ich auch geil. Komm mal runter.
wo war man denn oben? Jetzt bin ich zur Treppe hochgelaufen, also ja, komm mal wieder runter. Ja. Du hast zu viel Kaffee getrunken. Nee, mich ärgert es einfach, wenn ich Gummistiefel, ich habe ein paar Gummistiefel zu Hause, die habe ich mittlerweile verkauft, weil mich das genervt hat, wenn ich die anhatte, bin ich immer gelaufen wie auf Eiern, weil ich dachte, jetzt packst du dich gleich hin, wenn du immer wegrutscht. Ich müsste sie nochmal anziehen. Probier mal, mich würde mal dein Bericht das nächste Mal, so eine PowerPoint-Präsentation hätte ich gerne. Zum Thema. Aber riechen die nicht auch, weil die sind ja nicht luftdurchlässig, oder? Das ist ja so Gummi, oder? Das ist ja auch okay, wenn du an Gummistiefeln riechst, dann solltest du wirklich mal drüber reden. Also ganz ehrlich. Wer weiß, vielleicht. Aber du ziehst doch Socken drin an. Du gehst doch da nicht. Und es gibt ja auch für Gummistiefel so Gummistiefel-Socken, die du, also in deinen Socken gehst du da rein und hast sie dann so in dem Gummistiefel drin. Das ist ja schrecklich alles. Wieso? Ich finde es furchtbar, das ganze Thema. Gummistiefel findest du furchtbar. Was soll denn das? Trägst du Regenmäntel? Das ist Nein, ja noch so ein Ding. Auch so ein Ding. Kommt ja auch keine Luft. Ich kaufe mir einen Regenmantel, weil ich denke, oh, draußen, ne, wenn es regnet, ziehst du einen Regenmantel an. Was lachst du denn jetzt? Weil ich mit dem Ding losgelaufen bin und kam dann an zum Termin. Und ich sah aus, als ob ich draußen Rettungsschwimmen gemacht habe. Die Haare nass. Die ganzen Klamotten waren nass, mein Körper so nass geschwitzt, weil durch diesen Gummimantel kommt ja nichts rein und raus. Ja, exakt. Warum macht man das dann? Ich weiß es nicht. Wenn du nicht nass werden sollst. Ja. Und ziehst einen Gummimantel an und bist dann trotzdem innen drin richtig. Nass. Jetzt, wo du es sagst, ja. Ne? Ja, du bist könnt trotzdem ihr Süßig, nass. Könnt euch mal Gedanken drüber machen, schreibt uns mal bitte an folgende E-Mail-Adresse. Ufjuk@sektor3.de. Sowas regt mich richtig auf. Ja, ja. Ich merke das schon, du bist heute ein bisschen aggro. Nee, gar nicht. Nee? Ich verstehe einfach den Hintergrund eines Regenmantels und Gummistiefel mit Gummisohle verstehe ich einfach nicht. Aber apropos aggro. Ich habe eine Frage. Ich muss gerne einen Schluck Kaffee vorher trinken. Alles klar. Prösterchen. Ich trinke ein, ich halt auch zu, dass wir keine Werbung. Also was, tatsächlich war ich auf dem Lenauplatz in Ehrenfeld mit meinem guten Freund Thilo Gosejohann, den du ja auch kennst. Oh, jetzt machen wir Werbung für den. Du magst ihn doch auch. Ja, aber ich sag's ihm nicht. Den finde ich übrigens auch. Ja, den findest du auch. So wie alle Menschen außer mich. So. Also, und wir saßen ich auf jetzt dem. Nicht ja, So, wir saßen auf dem Lenaplatz in der Gruppe, wir waren 8 bis 10 Leute, die Nachbarn, die sitzen dann da so rum und dann kam so eine Frau, die wir alle nicht kannten und die setzte sich so auf die Bank, platsch, ganz nah an uns ran und fing mitten im Gespräch uns immer anzusprechen und uns zu unterbrechen. Und hatte so ein Kölsch in der Hand, es fing dann schon so an zu meinen, will jemand hier das Zuckerwasser haben? Will jemand hier das Zuckerwasser? Das schmeckt ja gar nicht. Und wir reagierten alle nicht, was will die Alte? Und sie mischte sich aber immer wieder ein und meinte dann, ja, hier, sie haben Unverschämtheit, ich war am Kiosk, wollte einen Kölsch haben, dann geben die mir hier dieses Kölsch. Wo Thilo auch zurecht meinte, ja, wenn du ein anderes Kölsch willst, dann musst du halt sagen, was für ein Kölsch du willst, ne? Ach so, dann bin ich jetzt hier, und dann plötzlich ganz andere Stimmung, bin ich jetzt also hier der Vollpfosten? Ach so, das wusste ich ja gar nicht, dass ich total doof bin. Ah, bin ich wirklich, und die Stimmung wechselte plötzlich, und dann aber wieder ganz anders, weißt du? Und es war immer ein Hin und Her, und sie kam uns immer näher und ging auch nicht weg. Und irgendwann meinten, wir sind wirklich nette Leute, wir nehmen immer Leute gerne in unseren Kreis auf, weil die war einfach furchtbar. Bis da jemand sagt, hör mal, kannst du uns einfach in Ruhe lassen? Weil wir sind eine Gruppe Freunde hier und das nervt jetzt einfach. Nee, ich bleib jetzt hier sitzen. Und sie ging nicht weg. Und was macht man in so einer Situation? Und ich bin wirklich, ich habe das nur 10 Minuten ausgehalten und habe gesagt, Leute, ich muss nach Hause. Tut mir leid, ich kann das nicht aushalten. Weißt du, weil das war so eine Mischung aus, ich habe sie sehr verachtet, sie tat mir aber auch leid. Und ich hatte auch Angst, weil du bei so Leuten auch nicht weißt, was passiert denn jetzt als nächstes, weißt du? Zieht ihr dir gleich eine Flasche über den Kopf oder was? Das Grundproblem, was da an der Sache immer ist, ist, dass man, wenn man Menschen nicht einschätzen kann. Genau. Ich finde, wenn du jemanden nicht einschätzen kannst, du nicht weißt, was als nächstes kommt. Man hätte jetzt natürlich aufstehen können, ihr ein anderes Bier holen und jetzt sagen können, du pass auf, kann man natürlich machen. Man kann aber auch sagen, du, alles cool, aber wir würden uns ganz gerne hier unterhalten. Dann gehst du einfach, und dann muss man aber auch rigoros hier einfach ignorieren. Aber das haben wir ja gemacht. Weil dann einfach, ja, dann aufstehen und weggehen hört sich bescheuert an. Aber man fragt dann auch immer, ist der Mensch einsam? Ist es so? Und dann versucht man zu helfen oder so. Aber da kannst du gar nichts machen, weil wir gar nicht wissen, was ist mit der Psyche, was ist da passiert, warum ist sie so? Und da sollte man dann einfach dem auch aus dem Weg gehen. Man hat es versucht und dann auch sagen, komm, dann gehen wir halt ein Stück weiter, setzen uns woanders hin.
Weil wenn du das Ding jetzt, wenn du da aufstehst, nach Hause gehst, hast du dir dadurch den Tag einfach kaputt gemacht. Ja, der Abend war im Eimer. Aber ich bin mir sicher, wären wir woanders hingegangen und so ein Platz ist ja auch überschaubar, wäre sie uns definitiv auch gefolgt. Was hat denn unser gemeinsamer Freund Thilo Goseljohann gemacht? Der war sehr nett und bestimmt und hat gesagt, kannst du bitte gehen, wir würden uns gerne unterhalten. Sehr nett und sehr bestimmt, mehrmals. Hm. Und da kam aber nichts, im Gegenteil. Ich glaube, Einsamkeit und nicht wegwollen und jetzt da irgendjemand oder wie auch immer, vielleicht ist da auch eine Substanz mit im Spiel, man weiß es ja immer nicht. Ja. Deswegen muss man also dem auch manchmal, wenn der Mensch denn in dem Falle sich nicht helfen lassen möchte, auch einfach dann dem die Zeit und den Raum geben und dann einfach auch weggehen, weil das sonst passiert da irgendwas, macht dich kaputt oder wie auch immer. Man kann auch natürlich überlegen, wie es sie jetzt drauf, holt man Hilfe oder ist da irgendwas, weißt du so. Aber ich glaube, so weit war das da noch nicht. Ich lade sie mal in den Podcast ein. Was ist eigentlich los mit dir? Wollen wir mal zu unserer eigentlichen, zu unserer Rubrik kommen? Was heißt Rubrik? Es ist ja das Konzept der Sendung. Nämlich? Haben wir ein Konzept? Ja, in der, ja natürlich. Ja, ja, man wir vergisst haben, das oft. Also und uns fragt ja keiner, ist ja entstanden, weil uns keiner gefragt hat. Ob wir mit irgendwelchen Menschen Podcast. Also wir haben viele angerufen, du ein paar Leute, ich ein paar Leute und die haben gesagt, du, wir haben schon 12 und wollen jetzt nicht nur einen 13. Podcast. Deswegen haben wir uns entschieden, wir machen einen zusammen. Da beantworten wir Fragen und diese Fragen wurden vorher Stars und Prominenten gestellt. Die haben eine Antwort drauf gegeben, aber uns hat man die nicht gestellt. Wir sind ja auch Stars und Prominenten. Ja. Deswegen haben wir so einzelne Rubriken, unter anderem heute Liebe und Lust, Wunschkonzert und Hand aufs Herz. Ah, was spricht dich am ehesten an? Gar nichts. Jetzt bei O2. Das neue Google Pixel 9 Pro XL mit kostenlosem Chromebook und 30 GB Datenvolumen für 49,99 Euro im Monat. Und mit O2 Pay Stop einfach abbezahlen statt immer weiter. O2 can do. Ja, wir müssen damit aber jetzt leben, Ilka. Komm, das ist ja kein Wunschkonzert, darum würde ich sagen Wunschkonzert. Wunschkonzert, Frage 1, hauen wir mal einen raus. Frage 1 lautet, habt ihr schon E.T. gesehen? Wenn du ein globales Gesetz formulieren könntest. Du hast es immer noch nicht gesehen. Du hast E.T. immer noch nicht gesehen. Guck ihn dir endlich an. Hab ich doch gesagt, ich werde es dich wissen lassen. Okay. Beruhige dich und komm mal runter. Ja. Von deinem hohen Ross. Mike. Wenn du ein globales Gesetz formulieren könntest, dem jeder Mensch folgen sollte, was wäre das? Ich finde ja, es ist total simpel. Eigentlich wäre es ja total, es klingt jetzt super abgedroschen, aber lebe so, wie du willst, ohne jemandem zu schaden. Ja. Mehr ist es doch nicht, oder? Ich würde eher sagen, lass die anderen Menschen so leben, wie sie wollen und sie dürfen dabei keinem schaden. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Ja, das ist in beide Richtungen, finde ich ja. Weil viele versuchen ja zu leben, wie sie wollen und werden dann aber eingeschränkt, weil was wie wo auch dem Nachbarn irgendwas nicht passt. Ja. Wenn du ein globales Gesetz formulieren könntest, ich würde einfach sagen, alle Waffen weg, weißt du so, ich will einfach diese, das hört sich auch immer so, das sagte mal jedes Model, was irgendwie dann Schönheitskönigin, ich will Frieden, aber das ist für mich so, dass ich würde einfach ein Gesetz, wo Frieden herrschen muss. Das wäre schön. Ja, das ist traurig, dass das nicht so einfach ist und dass wir das hier mit unserem Podcast nicht machen können. Nee. Obwohl wir beschließen das jetzt einfach. Und dann können wir ja mal gucken, ob sich die Welt dran hält. Ja, auf jeden Fall. Also unser Podcast ist ja mittlerweile, glaube ich, Platz 1. Also auf der Welt. Die uns hören, auf jeden Fall. Und wollen wir mal gucken, wer die Frage gestellt bekommen hat? Aber ich würde das jetzt einfach mal verkünden. Ja. Paragraph 1 des Ufjik-Gesetzes. Mhm. Frieden. Ihr müsst alle in Frieden leben. Genau. Ist jetzt beschlossen. Genau. Dann schauen wir mal. Genau. So, oh, das ist aber eine kurze Antwort, die da Heidi Klum beantwortet hat. Leben, kannst du so sprechen wie sie? Ich möchte nicht so sprechen wie sie. Leben und leben lassen. Also eigentlich das, was wir auch gesagt haben, nur wir haben es schöner formuliert. Ja. So, gut, da sagt doch keiner mehr was dazu. Wir nehmen einfach, komm, Wunschkonzert, Frage 2. Wir machen mal einfach jetzt alle Rubriken durch. Okay. Wenn Sie wählen könnten, Frau Bessin, wären Sie lieber ein Römer oder ein Barbar gewesen. Ich habe gerade Barbar gelesen. Barbar, ja, oder? Und dachte, was Barbar? Das sind doch die, die immer die Bärte stutzen. Und Römer, da dachte ich so an Römerglas. Was ist denn nochmal Römerglas? Na, ein Glas, was so eine bestimmte Form hat. So ein Römerglas. Kennst du keine Römergläser? Da, wo der Wein reinkommt? Ja. Ja. Ich weiß, du sagst jetzt Weinglas. Ja, dazu sage ich Wein. Dazu sagen wir im Westen. Nein, ich sage Weinglas dazu. Aber ich trinke auch keinen Wein. Das ist auch so eine Frage.
Tja. Die mich auch so nicht so interessiert. Kennst du das, wenn die Fragen interessiert einfach mich nur so? Diese ganze Römernummer. Ja. Wie schon im Geschichtsunterricht. Auch die Sandalen habe ich nicht gerne getragen. Nee. Weißt du so? Die von den Römern, ne? Die Römer-Sandalen. Ich finde auch, die sollen mit Römern soll man mich einfach in Ruhe lassen, ganz im Ernst. Ja, und Barbar, ist es jetzt der, die Haare schneidet oder verwechsel ich das? Ja, jetzt? Das ist der. Deswegen, also wäre ich lieber Friseur oder ein Glas? Ich glaube, ich wäre lieber Friseur. Das ist sehr, sehr verkürzt. Wenn man die, ja, wenn man jetzt, ja, Friseur oder Glas, Friseur, ja. Ja, oder? Ja. Gut. Grüße gehen raus an alle die, die uns immer schön machen. Und Paragraph 2 des Ufjik-Gesetzes, keine Fragen mehr über Römer. Mhm. Das geht jetzt an die Redaktion. Wenn jetzt nochmal eine Frage über Römer kommt, dann bin ich raus. Ja, und oder? Auch über Haarschnitt-Leute. Und Haarschnitt. Also Haarschnitte. Genau. Das ist nicht unsere Welt, Leute. Nee, ne? Wenn ihr so fragen, das ist einfach, damit haben wir nichts zu tun. Nee. Hast du Cäsar geguckt? Den Hasen? Genau, den Hasen. Hase Cäsar habe ich Hase geguckt, Cäsar. In den 80ern, ja. Es gibt ja momentan eine Serie, ich glaube, es ist Next oder die andere. Wir dürfen das sagen, da Elka, wir sind frei. Da geht es auch um Cäsar und spielt der deutsche Schauspieler mit, der gesungen hat Strawberry Eyes. Gute Serie, hätte ich nicht gedacht. Ich habe angefangen, die zu gucken. Ja, ich dann bist du ja doch voll der Römer. Nee, ich gucke das gerne. Aber will ich so in so Lederkluft mit so Sandalen durch die Wüste lat? Da habe ich also diese Sandalen im Sand. Nee, Sandalen gehen gar nicht. Deine Sandalen im Sand. Wir dürfen nicht singen. Ich gucke mal, wie der Sänger heißt. Ich weiß wirklich gar nicht, was du meinst. Berry Eis. Ah, Strawberry Eis, was soll das sein? Das ist ein Song von Emilio, der bekannter Schauspieler und Sänger. Strawberry Eis, also Erdbeeraugen oder Erdbeereis? Erdbeeraugen, genau. Ja. Emilio Sacraia singt es und der hat in einem Film mitgemacht und zwar sage ich dir, oder ist es eine Serie? Ich weiß jetzt, sagt die Redaktion, hör mal auf damit. Ich muss da jetzt einfach mal kurz nachgucken, weil das lässt mir dann keine Ruhe und dann sitze ich wieder 18 Stunden. Und mach du mal, ich gucke mir währenddessen mal die nein, Antwort warte an, oder? Warte doch mal, ja. Dann haben wir ein bisschen Zeit gespart. Mach doch einfach, ja, aber wir haben doch die Zeit. Die Leute fiebern doch mit, dass ich das jetzt herausfinde, aber mach ruhig die. Soll ich? Ja. Also die Frage wurde Schauspieler und Sänger Daniel Donskoy gestellt und er hat gesagt, Römer, bei den Barbaren schläfst du im Schlammloch. Das ist nicht so meins. Römer zu sein finde ich ästhetischer. Mit den Schlappen da, ne? Der hat ja auch diesen Cäsar gespielt. Der hat, glaube ich, da auch so ein Dings da mitgespielt. Sehr ungenau. Daniel Donski. Ach man, weißt du was? Ey, du, mach doch da, ruf doch deinen Thilo Gosejohn an. Mich interessiert jetzt hier diese Serie. Ja, ich merke das. Thor's About to Die. Ach, dit interessiert mich ja gar nicht. Das ist aber nicht beim Netflix, sondern beim Amazon. Beim oder? Amazon? Ich glaube, ja. Ja, aber gute Serie. Ja, interessiert mich gar nicht. Meinst du, mich interessiert hier dein mit dem Finger glühenden Typ, der im Fahrrad sitzt? Ja, dit sollte dich mal interessieren, junge Frau. Guck dir das an, gute Serie, hat mir sehr gut mach gefallen. Ich aber nicht. Doch, machst du. Nee, weil mach wenn ich den Bildungsauftrag habe, hier. Ja, aber IT Finger geht 90 Minuten und die Serie geht wahrscheinlich 18 Staffeln und da. Nee. Okay. Wir haben gerade beschlossen, nichts mit Römern. Jetzt kommen wir nicht mit so einer Serie. Komm, wir machen nochmal Wunschkonzert, oder? Ja, Frage 3. Was würden Sie gerne über die Zukunft wissen, Frau Bissi? Wie die Vergangenheit ohne Römer gewesen wäre. Ja, das wäre auch meine erste Idee gewesen. Ist das nicht auch so bei dir gewesen, dass du als Kind immer dachtest, wenn du an die Zukunft gedacht hast, dass da Autos fliegen? Soll die Reaktion jetzt? Ja, weil ich gedacht habe, ob es nächsten Tag Milchreis gibt mit heißen Kirschen und nicht so, ob ich irgendwo mit dem Auto hinfliege. Also jetzt, ich glaube mittlerweile dran, dass es irgendwann Flugtaxen geben wird oder so, dass wir uns schneller fortbewegen können und dann vielleicht auch oberhalb der Straße. Das wäre auch ganz cool. Also so kurz, stell dir mal vor, wir könnten mit so einem Flugtaxi über die LKWs drüber hinwegfliegen. Ja. Dann auch gerne, dass die Ladekabel, dass du länger damit fliegen kannst, wenn du das aufgeladen hast und nicht nur 463 Kilometer, dann würde ich das richtig cool finden. Ja. Glaube ich schon. Was würden Sie gerne über die Zukunft wissen? Gar nichts. Nee. Weil ich bin ja mit der Gegenwart schon völlig überfordert. Ja, exakt so ist es. Oder? Ja, und denn manchmal ist man wirklich damit überfordert. Und ich weiß, dass ich Montag zum Zahnarzt muss und Dienstag muss ich dahin und Mittwoch muss ich dahin. Das ist für mich Zukunft. Ich finde auch, mehr Zukunft braucht es nicht. Ja. Eher weniger. Ich hätte gern weniger Zukunft. Also klingt jetzt komisch, aber...
Ich hätte gerne mehr Gegenwart, weißt ja, du? Ja, ich verstehe. Nicht immer nur, es ist viel zu viel im Kopf immer, was war gestern und was ist morgen? Ja. Bleib mal im Jetzt, scheiß Zukunft. Ich hasse die Zukunft, ne? Da habe ich aber nur Verachtung für übrig. Aber hast ja Filme gerne geguckt, wo es auch um Zukunft ging, ja, um Leute, die woanders herkamen, die einen Finger haben, der vorne einfach der alten Lagerfeuer anzünden konnte und das ist dann für dich... Zurück in die Zukunft ist natürlich der Zukunftsfilm. Toll, oder? Puh. Wollen wir mal die Antwort kicken? Auch nur, weil da gute Sneaker mitgespielt haben. Mach mal die Antwort. Die Frage wurde Nina Bott, der Schauspielerin, gestellt. Sie antwortete, ich wüsste gern, wie lange ich meine Kinder und deren Kinder um mich habe. Also, wie viel Zeit mir noch bleibt. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Das will ich auf keinen Fall wissen. Nee, ich auch nicht, weil dann weißt du, dass es so endlich ist. Gott. Weißt du? 30.8. So, weißt du? Und dann ist es so, das finde ich nicht schön. Das? Was ist das für eine Antwort? Schlimm. Macht einen auch so ein bisschen ja, stutzig. Komm, wir müssen ganz schnell hier Liebe und Lust oder ja, so. Ja, die Stimmung ist am Boden. So. Wir müssen das schnell auffangen. Frage 1, 2 oder 3? 2. Gut, machen wir. Wäre es Ihrer Meinung nach eine gute Idee, wenn Pornos regelmäßig im Kino gezeigt würden? Naja, war ja früher so. Du brauchst doch nur um 20.15 Uhr Fernsehen gucken, da läuft Vagisan-Werbung. Das reicht doch denn schon. Gott. Also entschuldige mal, es läuft doch alles schon. Es ist ja, wenn es was nicht verboten, sondern so was Verruchtes wäre, dann würde ich sagen, es wäre cool, dass man denn so, man zahlt so einen Special-Preis und dann dürfen, also dann ist es so was Besonderes. Aber leider Gottes ist es nichts Besonderes mehr. Ich habe da eine tolle Story zu. Jetzt geht's los. Spielt Fabian Köster oder Thilo Gosejohann? Thilo, ja. Spielt ja eine Rolle? Ich war mit Thilo Gosejohann im Kino. Wir haben einen Pornofilm von Mike Hunter gesehen. Sagt dir das noch was? Das war ja das Porno-Label in den 80ern. Mike Hunter. Der Typ Mike kommt Hunter eigentlich. Ist doch der aus dem Dschungelcamp, oder? Der heißt Mike Hunter. Heißt der auch Mike Hunter? Ja, ist das nicht der Ex von. Jetzt bring mich nicht durcheinander, das ist doch Mike Hunter, oder? Ich gucke gerade fragend. Gibt natürlich jetzt keiner zu, wer Mike Hunter ist. Ist klar. Die recherchieren mal. Doch, Mike Hunter kommt eigentlich aus Gelsenkirchen, ist so ein Ruhrpott-Typ. Man denkt, das ist dann so ein cooler Ami. Das war das deutsche Porno-Label. Und der hat einfach Pornos gedreht. Und die wurden in einem kleinen Kino in Köln gezeigt. Und da war ich mit Thilo, hab mir den Porno angeguckt. Und Mike Hunter hat danach noch eine Fragestunde gegeben. Konnte man Mike Hunter fragen? Was fragt man denn so einen Pornoproduzenten? Also Thilo hatte mehrere Fragen, tatsächlich. Filmtechnische oder? Ja, das war. Und da war auch so ein Nerd dabei, der wirklich alles über Pornos wusste. Das war wirklich irritierend. Mike Heiter ist der aus dem Dschungel. Wird Entschuldigung. Ja, Mike Heiter. Grüße gehen raus. Das tut mir natürlich leid. Da wollte ich dann nicht irgendwie so. Deswegen. Nee, es war ganz interessant, weil es waren auch so Filmstudenten da. Die haben dann Mike Hunter so Fragen gestellt. Weißt du, so wissenschaftlich, Und sowas Intellektuelles. Klar, was hat er sich dabei gedacht? Hat was total Intellektuelles. Und was hat wohl Mike. Lass uns mal da hingehen und dann stellen wir so wissenschaftliche Fragen. Mein Pornodreh, wird dann der Wachs benutzt oder Seife? Das ist so. Und das Lustige war ja, die haben wirklich solche Fragen gestellt und da ging es auch um Beleuchtung. Was hat er sich dabei gedacht? Und Mike Hunter meinte nur immer im Ruhrpott-Dialekt, ja, keine Ahnung, es ging einfach nur ums Ficken. Der war so herrlich ehrlich, der Mann. Aber so ist es ja auch, aber dann ist doch schön. Ja, war umso toll. Schöner ist es doch, dass er dann ehrlich war. Ja, es geht einfach nur ums Poppen und dann hat sich das auch. Netter deswegen. Typ, also macht einen netten Eindruck, Mike Hunter. Wer ihm wurde denn die Frage gestellt? Ja, wollen wir das mal in Erfahrung bringen? Warte mal, liebe Lust, Frage 2. Pornoproduzentin Erika Lust. Sagt ihr das was? Ja, total. Sie sagte, ich denke, dass es eine erstaunliche Erfahrung ist, diese sexuell ausgedrückten Ideen auf der großen Leinwand zu sehen. Das eröffnet die Möglichkeit für Gespräche. Das will ich auslösen. Man sieht sich etwas an und spricht dann darüber, was man gefühlt hat. Na gut, was soll man fühlen, ne, bei einem Porno? Also warte mal kurz, du setzt dich doch nach dem Porno nicht hin und Lutz, du, was hast du jetzt bei dem Porno gefühlt? Eigentlich guckst du dir das doch an, um dich sexuell ein bisschen zu stimulieren und dann richtig einen wegzuknallen und nicht so, du, Weinchen noch? Ja. Und dann, ja, wie sieht's aus, Lutz? Finde ich wirklich völlig absurd. Was hast du gefühlt, als sie das Heu aufgehoben hat? Ja, das ist so. Ich sehe das so ein bisschen anders. Aber ist auch okay. Ich finde, wenn es Leute stimuliert, die dann Spaß am Sex haben, solange keiner verletzt wird und es keinem wehtun und keiner dazu genötigt wird, ist alles im netten Rahmen. Aber darüber sprechen jetzt danach großartig über den Film, braucht man, glaube ich, nicht. Ja, ja. Hauptsache Stroh ist dabei. Hauptsache Stroh und du hast eine Latzhose an. Ja.
Oh Gott. Ach, Kinder. Schlimm. Heute ist einfach so ein bisschen so, weißt du? Kennst du das, dass du manchmal denkst, du triffst dich mit einem guten Freund, einer guten Freundin, sagst, lass mal zum Quatschen treffen und dann sitzt man einfach so da und redet gar nicht? Findest du das? Aber das, also das ist uns wirklich noch nie passiert, oder? Dass wir nicht geredet haben. Doch, das ist ja gerade ja, so. Grade wir haben so? Gerade, nach der Pornofrage haben wir gerade so eine Stimmung. Komm, ich mache jetzt mal Hand aufs Herz, Frage 1. Ja. Kennen Sie das Gefühl, morgens in den Spiegel zu gucken und zu denken, um Gottes Willen, wer ist das? Ich finde, unsere Fragen haben immer viel so mit Aussehen zu tun. Bin ich hübsch? Bist du hübsch? Findest ja, du mich hübsch? Ja, gute Frage. Bin ich hübsch? Ich kenne gar nicht das Gefühl, zu denken. Du lenkst immer ab, das gibt's doch nicht. Wer Sag ist, doch einfach mal, ja, du bist hübsch, dann frage ich nicht mehr nach. Wer ist das? Um zu denken, oh, um Gott. Gottes Willen, wer ist das? Vor allen Dingen schon die Frage, wie sie gestellt wurde, um Gottes Willen. Warum man, kennen Sie das Gefühl, ich gucke morgens in den Spiegel und denke, hoppsala, wer ist denn das? Wer ist denn die Hallöchen? Schöne? Ja. Und nicht so, um Gottes Willen, wer ist das? Dann ist gleich so das Negative impliziert. Ja. Das finde ich schon jetzt schon wieder kacke, dass die Frage so gestellt wird. Ist eine Unverschämtheit. Oder? Frechheit. Nee, ich bin auch viel zu müde tatsächlich morgens, um mich damit auseinanderzusetzen, wie ich gerade aussehe. Oder man ist doch froh, man ist ja froh, wenn man sich die Zähne putzt und nicht noch zu gucken. Und dann ist man froh, wenn man sich eine saubere Hose anzieht oder die überhaupt findet. Und dann, deswegen ist das so ein bisschen, das ist so ein bisschen komisch, finde ich. So. Wollen wir denn wissen, wem die gestellt wurde? Und was ja, natürlich. Das beinhaltet ja unser Podcast, dass wir natürlich die Antwort, wem wurde die Frage gestellt, jetzt bekommen. Los geht's, Lutz. Maren Kreumann wurde die Frage gestellt. Sie hat gesagt, das Gefühl kannte ich schon immer. Ich sehe ungeschminkt total anders aus als geschminkt. Ich habe diese hellen Wimpern. Um die Augen sehe ich aus wie Boris Becker. Oh Gott. Tja. Kann ich nichts so sagen. Nee. Persönliche Betroffenheit. Nicht Maren Kreumann. Tolle Schauspielerin. Komikerin ist sie ja nicht. Die ist komisch. Eine komische Schauspielerin in verschiedenen Fächern zu Hause. Würde ich auch so sagen. Genau, den anderen kenne ich nicht. Ja. Ich will jetzt noch was Schönes. Was eine schöne Schönes Frage. Eine schöne Frage, wo es nicht um Aussehen geht. Willst du so eine mal haben? Ja. Welche könnte das denn sein? Also Liebe und Lust haben wir, nee, Wunschkonzert haben wir abgehakt. Wir haben noch Liebe und Lust und Hand aufs Herz. Hand aufs Herz, Frage 3. Jut. Mal ein bisschen Spannung hier reinbringen. Wollen wir doch mal sehen, was das ist. Worauf führen Sie Ihre Konfliktunfähigkeit zurück? Habe ich tatsächlich Konfliktunfähigkeit? Also dieses Gefühl, man will so Konflikten aus dem Weg gehen, weil ich so ein harmoniesüchtiger Mensch bin. Was ist doch langweilig. Ist langweilig. Durch ist aber Konflikte so. Entstehen doch manchmal, öffnen sich dir doch Türen und man guckt anders auf die Dinge, weil man einfach in diesem Konflikt oder in diesem Streitgespräch oder in diesem Gespräch herausgefunden hat, ach, vielleicht ist es ja doch richtig, was der sagt. Guck mal, die Frau mit der Bierflasche. Bin einfach weggegangen. Ja, aber das ist so ein Konflikt. Ihr habt ja angeboten, ihr habt eine Lösung angeboten, die wurde nicht angenommen oder sie hat es nicht verstanden und dann geht man aus der Situation raus, finde ich völlig in Ordnung. Mhm. Aber Konfliktunfähigkeit heißt ja auch einfach, dass man, wenn man 20 Mal fragt, bin ich hübsch und kriegt keine Antwort, sich mit dem Konflikt auseinandersetzen muss, dass man sich selber sagt, ich bin hübsch, die muss mir das nicht bestätigen. Also findest du das wirklich so? Dass ich das dass bin? Man den Konflikt zu lösen? Oh mein Gott. Ich frage jede Folge, ne? Bis es dir so auf den Sack geht, dass du irgendwann sagst, du bist der hübscheste Typ der Welt. Mich stört es ja gar nicht. Ne? Mich kriegst du mit sowas nicht aus der, kannst du nicht aus der Reserve locken. Woher kommt eigentlich das, mich kannst du mit sowas nicht aus der Reserve locken? Reserve ist bestimmt was aus dem Militär, oder? Meinst du? Dass man so in der Reserve sitzt, aus irgendeinem Grund so Reserve. Das kannst du nicht aus der Reserve locken. Wir müssten mal sowas auch mal, kannst du auch mal, das ist deine Hausaufgabe. Aber guck mal, hier wird schon recherchiert. Nee, die soll nicht recherchieren, sondern das ist deine Hausaufgabe, Reserve locken, wo kommt es her? Ist nämlich ein schöner Anfang für unsere nächste Podcast-Stunde, dass du mir dann einfach die Antwort, du brauchst Hausaufgaben. Du sonst immer da sitzt und jeden Menschen auf der Welt fragt, send mich up, send mich up. Kein Wunder, dass die Frau mit der Bierflasche denn vielleicht auch gesagt hat. Die habe ich nicht gefragt, ob ich hübsch bin. Jetzt, wo du es sagst, das war eigentlich der Auslöser. Ja, du hast recht. Dann ist sie irgendwann durchgedreht.
Und dann kam sie zu dir. Und ja. Nein, man sollte sich darüber auch nicht lustig machen. Jetzt nein, Spaß beiseite. Das ist ja wir richtig. Kennen den Hintergrund nicht. Deswegen, worauf führen sie ihre Konfliktunfähigkeit zurück? Manchmal, weil ich Recht haben will. Ich will dann einfach Recht haben. Dann bin ich sauer, dann gehe ich nach Hause, dann überlege ich, was der andere gesagt hat. Und dann denke ich, scheiße, der hatte doch Recht. Sagst du dann Entschuldigung? Ja. Habe ich gelernt, musste ich auch lernen, weil das finde ich auch wichtig, dass man dann einfach sagt, ja, okay, ist gut, ich habe dann Fehler gemacht, tut mir leid. Und das finde ich, das tut auch nicht weh. Ich finde das super, sich zu entschuldigen und Fehler einzugestehen. Also das ist auch was, in dem Moment fühle ich mich gar nicht schwach, sondern stark. Und das können leider nicht alle. Und dann denke ich mal so, sag doch jetzt einfach mal, du hast einen Fehler gemacht. Ist doch völlig okay. Ja, aber selbst wenn er nicht zugibt, dass er einen Fehler gemacht hat, ist es halt so, da musst du dich damit auch abfinden. Aber du kannst Menschen nicht dazu zwingen, irgendwas zu sagen. Das funktioniert nicht, sorry. Sind wir wieder beim Thema hübsch? Ja? Sind wir da? Was macht eigentlich Thema? Fabian Christa? Ja, er hat mir nicht geschrieben. Guck ja, mal. Siehst du? Heute ist so ein Tag, wo ich, heute will ich nach Hause. Wirklich? Es gibt ja so Tage, das werden unsere Süßis auch verstehen, wo man einfach, wir sitzen hier und quatschen und man ist aber so ein bisschen melancholisch, weil manchmal hat man ja auch so seine Bedrücktheit oder so. Und ich glaube, dass unsere Zuhörer das auch mit uns erleben und durchleben, dass die auch betroffen sind, weil der Lutz immer keine Antworten kriegt auf seine Fragen. Ja, das stimmt. Weißt du, und deswegen, das gehört alles dazu. Und ich finde es auch völlig richtig, dass wir jetzt nicht sagen, wir machen noch eine Frage zur Hand aus Herz oder Wunschkonzert oder Liebe und Lust. Wir haben das jetzt alles beantwortet, aber wir müssen noch die Frage hier lösen, auflösen, wer die Frage gestellt bekommen hat und wer sie nicht beantwortet hat. Oh Gott, eine lange. Oh, Otto Walkes wurde die Frage gestellt. Er hat geantwortet. Vielleicht auf meine Erziehung. Mein Bruder und ich haben uns so gut mit unseren Eltern verstanden. Uns richtig zu streiten haben wir da natürlich nie gelernt. Das Problem an der Sache ist, dass Frauen so viel Harmonie zwar oft sehr lange mitmachen, aber wenn es ihnen irgendwann langweilig wird, dann sind sie weg und suchen das Abenteuer anderswo. Nicht nur Frauen, auch Männer gehen irgendwann, wenn es denen zu langweilig wird. Deswegen sollte man immer gucken, was denn jetzt. Ich habe eine Antwort auf diese Konfliktgeschichte. Da muss ich die Hausaufgaben nicht machen. Willst du hören? Nö. Ich will es aber doch. Nee, und die Süßis, aber die Süßis wollen es hören. Ja, es ist so kindisch, das Verhalten. Also pass auf, ich lese es den Süßis vor. Reserve stammt aus dem Lateinischen. Reservare aufbewahren, zurückhalten. Als Reservisten bezeichnet man außer dienstgestellte Soldaten. Sollten diese sich wieder für den aktiven Dienst melden, lockt man sie aus der Reserve. Ich hatte also recht mit dieser Sache. Ich habe ja gesagt, es kommt aus dem Militärwesen. Ich hatte wie immer recht. Dankeschön. Und damit verabschiedet sich der hübsche Lutz Süßes. Van Horst und die Ilka Bessin, die nicht so hübsch euch. Ist wie ich. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was sagst du? Nix. Das war Uns fragt ja keiner mit Ilka Bessin und Lutz van der Horst. Dieser Podcast wird produziert von der Sektor 3 Podcast Unit. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo ihr auch sonst eure Podcasts hört.